War es ein Fehler, Leute? Herzlich willkommen zu diesem Video mit diesem Titel auf meinem Kanal, Leute. Herzlich willkommen. Ja, was ist passiert? Was ist einfach die letzten Tage passiert? Was ist einfach passiert, Leute? Die Videos sind einfach komplett eskaliert. Sie haben einfach 20.000 Aufrufe für beide bekommen, also einmal das Hackerbann und einmal das andere. Leute, mega, 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 mega viel Dank dafür, Alter. 4.200 Abonnenten haben wir jetzt schon auf diesem Kanal, Leute. Auf Twitter habe ich die 1.000 Abonnenten, Follower, also Follower heißt es ja da, erreicht. Ja, Leute, und wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, ja, dann folgt mir da, dann erreichen wir da vielleicht bald die 400 und 500 Follower. Also, wenn ihr das noch nicht tut, da heiße ich einfach FlöX YouTube, ist auch gerade eingeblendet. Ja, und wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, beziehungsweise am Ende des Videos, wenn euch das Video gefallen hat. Heute will ich euch mit euch über was talken und euch einmal am Ende des Videos auch ein paar Sachen zurückgeben, also in Form eines Gewinnspiels. Dazu komme ich dann gleich noch. Ja, erstmal wollte ich auf ein paar Kommentare reagieren, weil es waren so viele Kommentare, mindestens 1000 oder so, 1000 Kommentare habe ich mir durchgelesen, es ist so eskaliert, Leute, und deswegen gab es dann natürlich auch viele, die die oft geliked wurden, da wollte ich halt einmal drauf eingehen. Und zwar, Leute, geht es dann beim ersten Fall um den lieben bei-Quarz, der hat nämlich im Hackerbann-Video, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr jetzt mal pausieren und euch das angucken und dann wieder hier einschalten, hat derjenige nämlich gehackt. Ja, da gab es ein paar Kommentare, einmal der Woundstormer schreibt, bei Quadrix hat nicht gehackt und noch jemand anderes schreibt hier, oh, dieser bei Quadrix hat nicht gehackt, wenn man Knockback bekommt, fliegt man leicht hoch wie er, bei Anti-Knockback fliegt man nicht hoch. So, Leute, deswegen habe ich jetzt gerade hier das Video offen, seht ihr gerade, und wir werden uns das jetzt zusammen, diese Stelle nochmal genau angucken, Leute. Ich spiele das Ganze mal ab, und zwar war das bei 2 Minuten 28, jetzt gucken wir mal kurz rein. Okay. Ui. Anti-Knockback vielleicht? Ein bisschen wenig Knockback. Bisschen, glaube ich schon. Okay, da seht ihr es jetzt. Nee, seht ihr? Nee. Das da, ist abusen, Leute. Da das bekommt er ganz wenig Knockback. So, die Stelle ist, Leute, ich gehe nochmal ein bisschen an die Stelle. War das hier? Ja. So, also ihr kommt rein. Schon. Erstmal. Boah, nee. Also ihr seht hier, nee. Ja? Da springt er. Er ist komplett in der Luft. Er ist gesprungen, Leute, ja? Also er ist hochgesprungen. Ich habe auch habe das Ganze auch mehreren Moderatoren gezeigt. Wenn ihr genau wisst, dass das wirklich keine Hacks sind, dann schreibt mir mal eine Begründung rein, warum das keine Hacks sind und wo man das genau sieht. Weil an dieser Stelle sieht man, er ist in der Luft, ja? Er wird von ihm permanent gehittet. Und er fliegt nur nach oben. Er fliegt nicht nach hinten. Und man kann in den meisten Hackclients kann man das einstellen, was genau man bekommt. Ob man nach hinten fliegen soll, nach oben fliegen soll und so weiter. Und in dem Fall sieht man hier definitiv, er fliegt nach oben. Also hier auch schon wieder. Er wurde gehittet, fliegt nach oben. Derjenige dreht sich um. Und immer noch. Und dann, das an der Stelle, Leute, ja? Hier. Kurz. Da. Achtung. Das. Derjenige fliegt selber runter. Also er fliegt selber runter. Er ist nicht runtergeworfen. Also erst dann, wo er schon in der Luft war, schlägt er ihn. Und dann bekommt er erst Knockback. Er läuft quasi an der Stelle selber runter. Also ich spiele es jetzt noch einmal ab, Leute. Dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Bisschen wenig Knockback. Bisschen, glaube ich schon. Hier schon verdächtig. Boah, da bekommt gar kein Knockback bekommt er. Das ist abusen. Also erst, ich muss schon sagen, erst als er runtergelaufen ist. Ja, Leute. Von daher, alle Leute, die das geschrieben haben, und der eine davon hat, glaube ich, auch hier 22 Likes bekommen oder so, schreibt mir mal bitte wirklich begründet rein, warum das Hacks sind oder wo das Hacks sein sollen. An der Stelle wirklich sieht man eigentlich, dass er gehackt hat. Es könnte natürlich sein, dass er rumgeleckt hat. Wie gesagt, schreibt es begründet rein. Ich bin mir auch nicht zu 100% sicher, aber das sieht mir sehr, sehr stark nach Anti-Knockback aus. So, Leute, zum nächsten Thema, ja? Ihr seht es vielleicht jetzt auch schon wieder. Ich weiß gar nicht, ob das gerade im Moment so krass ist oder so. Nee, es geht sogar noch. Aber meine Wangen, ihr seht das immer hier und meine Lippen sind immer sehr rot, ja. Viele schreiben dann irgendwas dazu in die Kommentare. Ich könnte da 1000 Kommentare einblenden. Wichtig ist, Leute, ja. Und das möchte ich jetzt auch endlich mal mit diesem Video, weil ich das in dem einen Video, im letzten, relativ stark vergessen habe. Ich möchte das jetzt mal abschließen, ja. Leute, ich benutze, und das möchte ich einfach sagen, ich benutze hier so einen Lippenstift, ja? Das ist so.
Ich benutze den. Und da stehe ich auch zu. Ich benutze den, weil meine Lippen sehr empfindlich sind gegen Trockenheit. Gegen trockene Luft, gegen kalte Luft, wie es im Winter im Moment ist. Und dann gehen die auf, werden rot. Wie in dem letzten Video oder in einem der Videos waren meine Lippen extrem rot. Genauso ist das mit meinen Wangen, ja. Diese werden extrem rot bei Kälte oder im Winter halt gerade, wenn die Luft ein bisschen trockener ist und so weiter. Deswegen, Leute, benutze ich auch diesen Lippenstift, weil das sonst permanent wehtun würde. Und ich glaube, die Leute, die es kennen, wenn Lippen total trocken sind, das tut einfach scheiße weh. Und wenn man die nicht da irgendwas gegen macht oder so, dann platzen die auf, da reißt alles auseinander. Ich möchte jetzt tiefer nicht reingehen, aber ich möchte jetzt endlich mal abhaken, wirklich. Dass diese Lippen und alles drum und dann, dass das einfach so ist bei mir. Und da hat jemand auch gepostet dazu, Menschen sind Menschen. Und wenn sie anders aussehen oder so, muss man das respektieren, Leute. Ich erwarte von euch, dass ihr respektiert, dass ich anders bin, dass ich vielleicht rötlichere Lippen habe, die, weil sie einfach entzündet sind oder so, oder einfach angegriffen von der trockenen Luft. Genauso erwarte ich, respektiere ich eure Meinung, wenn ihr sagt, da hackt jemand und meine Meinung ist eigentlich anders. Das sollte in dieser Gesellschaft einfach mehr sein, dass man sich gegenseitig respektiert. Deswegen hat auch der liebe LoxyTV geschrieben, ich bin neu auf dem Channel und ich wollte fragen, ob du schwul bist. Nix gegen Schwule, aber es klingt so, dass du es wärst. Sorry, wenn du es nicht bist. Ja, hat 45 Likes und auch mehrere Antworten darunter. Ich habe da, glaube ich, auch drunter geantwortet. Leute, wie klingt denn ein Schwuler? Einmal die Frage, die stelle ich jetzt mal an alle. Schreibt das unten mal rein, wie für euch ein Schwuler klingt oder so. Die andere Sache ist, dieses Schwul wird gefühlt für alles verwendet. Und die Leute, die es in den Mund nehmen und sagen, einfach nur posten, du bist schwul oder sowas, die sollen einfach mal gehen. Es ist doch egal, ob jemand schwul ist oder ob er nicht schwul ist. Ja, und das, erstens müsste ich das hier gar nicht sagen, weil das ist mein Privatsleben, das hat nichts mit meinem Privatsleben, Alter. Mein Privatsleben, ja. Also, das muss ich euch eigentlich nicht sagen. Aber nein, Leute, ich bin einfach noch zu jung, um zu wissen, ob ich irgendwann mal schwul sein werde oder sonst was. Und im Moment mag ich Mädchen, ja. Ich bin verliebt in ein Mädchen. So, und ich danke auch an der Stelle nochmal jedem Einzelnen, der wirklich in die Kommentare geschrieben hat, Respekt, dass du das sagst, dass du das so ansprichst. Und ich erwarte das zwar nicht von jedem, aber Leute, man sollte da einfach offen drüber sprechen. Und mir ist das egal. Mir ist das egal, was die Leute schreiben. Mir ist egal, ob da jemand, du bist schwul, reinschreibt. Weil ich genau weiß, dass ich es nicht bin, beziehungsweise weil es egal ist, ob ich es bin oder nicht bin. Und da möchte ich noch ein Thema ansprechen. Und zwar hat jemand gepostet, wie einfach mal 50% der Kommentare erstens kein Deutsch können, zweitens glauben sie im Internet anonym und dürfen jeden beleidigen, drittens glauben jeder Mensch, der anders redet, gleich schwul ist und was ist der Unterschied? Denkt mal nach, bevor ihr etwas im Internet schreibt, weil ihr seid auf keinen Fall anonym, egal was ihr macht und wo. Beleidigung bleibt Beleidigung im Internet oder nicht. Und dieser Spruch ist wirklich wahr, Leute. Leute, wenn ihr was postet, seid ihr dafür verantwortlich. Na, ihr kommt dafür ins Gefängnis, wenn ihr Beleidigung postet. Und Leute, glaubt mir, ich, wenn das harte Beleidigungen sind, wie du oder sowas, ich drücke auf Reporten, ich melde die. Und wenn ihr dann von YouTube gesperrt werdet oder so, oder eine Anzeige zu Hause bekommt, dann ist das nicht mein Problem, dann ist es nämlich euer Problem. Und 50% der Kommentare, wirklich, es ist meint so, ihr seid nicht anonym. Jeder kann herausfinden fast, woher dieser Kommentar kommt, von welcher Person, über IP-Adressen und gerade YouTube kann das zu 100%. Also glaubt mir, Leute, wenn ihr hier irgendjemand beleidigt oder so, dann bin ich der Erste und viele andere auch, die zur Polizei gehen und euch dann anzeigen wegen Beleidigung. Das heißt, denkt mal drüber nach. Und Leute, nur weil jemand anders ist, heißt es nicht, dass er automatisch schwul ist oder so. Und selbst wenn, es gibt da keinen Unterschied. Wenn es für euch einen Unterschied gibt, dann solltet ihr euch mal überlegen, was denn Menschen sind. Und dass wir in einem freien Land leben und dass wir glücklich darauf sein können, dass wir dort leben. Ja, oder dass wir unsere Meinung frei sagen dürfen. Das wollte ich nochmal ansprechen, Leute. Und ich weiß, dieses Video wird wieder dieses Talk-Style und sonst was. Leute, wenn euch es bis jetzt gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Und jetzt kommen wir gleich zum Gewinnspiel. Die Sachen wollte ich jetzt wirklich einfach mal loswerden. Und ab diesem Video, sind für mich alle diese Kommentare geklärt, ja. Das heißt, jeder, der was postet oder sowas, ihr könnt da gerne dieses Video und auch das hast du eine Krankheit drunter verlinken. Ich habe jetzt wirklich alles geklärt, was man klären soll. Ich bin halt einfach anders, ich habe vielleicht ein anderes Gesicht, ich bin vielleicht hässlich, wenn ihr das denkt, dann ist das eure Meinung, müsst ihr nicht unbedingt in den Kommentaren teilen, könnt ihr natürlich gerne,
je nachdem was, lösche ich halt den Kommentar oder schreibe meinen Senf dazu drunter. Also, das wollte ich jetzt mal loswerden und jetzt kommen wir auch direkt zum Gewinnspiel. Und zwar, Leute, haben wir ja, wie gesagt, 4200 Abonnenten auf YouTube erreicht und auf Twitter 1000 und auf Instagram hoffentlich bald die 400 und dann vielleicht sogar 500. Das heißt, wenn ihr mir da noch nicht folgt, wie gesagt, Flux YouTube heiße ich da, also FluxJT. Ja, der Punkt. Ich werde jetzt auf allen drei Plattformen, also Instagram, Twitter und YouTube, Sachen verlosen. Was genau ich verlose, werde ich nochmal auf den einzelnen schreiben. Ich werde das jetzt auch nochmal für YouTube hier einblenden. Das heißt, wenn ihr teilnehmen wollt, könnt ihr einfach einen Kommentar schreiben mit Hashtag FluxArmy drin und ja, und ihr müsst das, oder es wäre gut, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und die Glocke aktiviert. Ja, da kommen wir zum nächsten Punkt. Auf Twitter werde ich nämlich auch einen Post schreiben und die Teilnahme besteht darin, dass ihr quasi einen Screenshot von eurem Lieblingsvideo von mir schickt, also ihr macht einen Screenshot davon oder postet einfach den Link. Mit dem Hashtag FluxGewinnspiel postet ihr einfach euer Lieblingsvideo und wenn ihr eure Gewinnchancen erhöhen wollt, könnt ihr noch einen Screenshot machen, wie ihr meinen Channel abonniert habt oder die Glocke aktiviert habt oder irgend sowas. Seid kreativ an der Stelle oder wenn ihr ein Video geteilt habt oder so, könnt ihr davon einen Screenshot machen. Das heißt, das ist so ein extra Punkt. Ich werde mir das auf jeden Fall durchgucken. Hashtag FluxGewinnspiel auf Twitter. Auf Instagram könnt ihr, werde ich das nochmal einblenden oder selber nochmal da auf Instagram dazu was sagen. Auf jeden Fall werde ich dann ein Bild hochladen, also mein letztes Bild, was ich dann da hochgeladen habe, nicht das Video, sondern ich werde dann noch ein Bild hochladen, die Tage oder vielleicht am Freitagmorgen, auf das Bild einmal liken und kommentieren. Ich werde da genau unten reinschreiben, was ihr machen müsst, da habt ihr dann auch eine Chance, was zu gewinnen. Die Preise, was man gewinnen kann, also werde ich hier nochmal einblenden, werde ich aber auch nochmal posten. Also folgt mir auf jeden Fall auf den Social Media Sachen, wenn ihr nichts mehr verpassen sollt. Jetzt hoffe ich, hat euch das Video trotzdem gefallen. Ja, es war sehr viel Getorkel. Ich wollte euch jetzt auch mal das Gewinnspiel zurückgeben. Haut rein, Leute, und ciao, ciao. Macht sie alle fertig, die Hater in den Kommentaren. Hashtag FluxArmy. Warte.